Ich begrüße euch und Sie alle ganz herzlich heute hier in der Arche zu unserem Lichtergottesdienst. Wir sind sehr dankbar, dass wir auch in diesen Zeiten miteinander Gottesdienst feiern können. Daher gibt es einige Regeln, die die meisten von euch und Ihnen ja schon kennen. Während des Gottesdienstes muss die ganze Zeit Maske getragen werden. Mit Maske können wir singen. Bitte achten Sie und achtet darauf, beim Rausgehen nachher auch Abstand zu halten. Die Ausgänge wären auch da und dort nachher möglich. Und im Gottesdienst kann man zusammensitzen, beieinander sitzen mit allen, die miteinander verwandt sind oder die zusammen wohnen. Jetzt wünsche ich uns einen gesegneten Lichtergottesdienst, den wir beginnen mit dem Lied »Wir sagen euch an«. Wir warten auf Weihnachten. Wir warten auf den Geburtstag von Jesus, auf die Begegnung
mit dir. Wir freuen uns und bitten dich. Gott, komm in unsere Mitte. Komm in unsere Herzen. Lass es Weihnachten werden. Hier bei uns, in uns, bei allen Menschen. Amen. Wir singen vom Lied Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit die erste und zweite Strophe. Es ist sehr schön, einem anderen ein warmes, weiches Pelzchen zu schenken. Ich sage dem anderen, dass er etwas Besonderes ist. Und es ist auch eine Art zu sagen, ich mag dich. Und ebenso schön ist es, von einem anderen ein Pelzchen geschenkt bekommen. Wenn du es nimmst und fühlst, wie warm und weich und flaumig es sich an deiner Backe ist und du es sanft und leicht in den Beutel legst. Du fühlst dich anerkannt und geschätzt, wenn dir jemand ein Pelzchen schenkt. Und du möchtest ihm auch gleich etwas Schönes und Gutes tun. Die kleinen Leute von Bibitu gaben und bekamen gerne solche Pelzchen. Und ihr gemeinsames Leben war ganz ohne Zweifel sehr froh und glücklich. Außerhalb des Dorfes, in einer kalten, dunklen Höhle, wohnte ein großer grüner Kobold. Eigentlich wollte er gar nicht allein da draußen wohnen und er fühlte sich oft sehr einsam. Er
hatte schon einige Male am Rande des Dorfes gestanden und sich gewünscht, er könnte dort mitten unter den fröhlichen Wipedulern sein. Aber er schien mit niemandem auszukommen. Und er mochte es auch nicht, warme, weiche Pelzchen auszutauschen. Er hielt es für großen Unsinn. An einem Abend allerdings, als der Kobold wieder einmal am Waldrand stand, begegnete ihm ein freundlicher, kleiner Wipedula. War heute nicht ein schöner Tag? Hier, nimm ein warmes, weiches Pelzchen. Es ist ein besonders schönes. Sicher ist es für dich bestimmt. Sonst hätte ich es schon lange verschenkt, sagte der Kleine lächelnd. Aber der Kobold nahm das Pelzchen nicht. Er sah sich erst nach allen Seiten um, um sich zu vergewissern, dass es auch keiner hörte oder zusah. Dann legte der den Arm um den kleinen Wipedula und flüsterte ihm ins Ohr. Hey, hör mal! Weißt du denn nicht, dass du eines Tages kein einziges Pelzchen mehr besitzen wirst, wenn du sie jetzt einfach jedem verschenkst, der dir über den Weg läuft? Erstaunt und ein wenig hilflos blickte ihn der Wipedula an. Und während der Kobold in sein Pelzbeutelchen hineinschaute, fügte er hinterlistig hinzu. Ich würde sagen, du hast kaum mehr als 217 weiche Pelzchen in deinem Beutel. Sei lieber vorsichtig mit dem Verschenken. Damit tappte der Kobold auf seinen großen Füßen davon und ließ einen unglücklichen Wipedula am Waldrand zurück. Der kleine Mann war verwirrt, dass er gar nicht darüber nachdachte, dass der Kobold ihm da erzählte, dass das überhaupt nicht sein konnte. Denn jeder Wipedula besaß einen unerschöpflichen Vorrat an Pelzchen. Verschenkte er ein Pelzchen, so bekam er sofort von einem anderen ein Pelzchen zurück. Und dies geschah immer wieder, ein ganzes Leben lang. Wie sollten da die Pelzchen ausgehen? Der Kobold wusste das und war sehr gespannt, was jetzt passieren würde. Im Wipedu saß nun der kleine Wipedula vor seinem Haus und grübelte. Nicht lange, da kam ein guter Freund vorbei, mit dem er schon viele Pelzchen ausgetauscht hatte. Wie schön, dich zu sehen, rief der Freund und griff gleich in seinen Beutel und gab dem anderen ein Pelzchen. Doch dieser nahm es nicht freudig entgegen, sondern wehrte mit den Händen ab. Nein, nein, behalte es lieber. Wer weiß, wie schnell du sonst dein Vorrat abnimmst. Der Freund verstand ihn nicht, zuckte mit den Schultern, packte das Pelzchen zurück in seinen Beutel und ging mit leisem Fuß davon. Aber er nahm verwirrte Gedanken mit. Und am gleichen Abend konnte man noch dreimal im Dorf hören, wie ein Wipedula zum anderen sagte: Es tut mir leid, aber ich habe kein warmes, weiches Pelzchen für dich. Ich muss darauf achten, dass sie mir nicht ausgehen. Bereits am nächsten Tag hatte sich dieses Verhalten im ganzen Dorf ausgebreitet. Jedermann begann, sein Pelzchen aufzuheben. Man verschenkte zwar immer noch ab und zu eines, aber man tat es erst nach langer, gründlicher Überlegung. Die kleinen Wipedula wurden misstrauisch. Sie begannen einander zu beobachten und versteckten ihre Pelzbeutel nachts unter den Betten. Streitigkeiten brachen darüber aus, wer die meisten Pelzchen hatte. Weiche Pelzchen wurden für Sachen eingetauscht, anstatt sie einfach zu verstecken. Der Bürgermeister von Wipedu ließ aufschreiben, wie viele Pelzchen insgesamt vorhanden waren und es gab sogar einige Fälle von Pelzraub.
Am dämmerigen Abenden fühlte man sich draußen nicht mehr sicher. Früher waren die Wipidula im Garten, im Park, auf den Straßen spazieren gegangen, um einander zu begrüßen und sich warme, weiche Pätzchen zu schenken. Oben am Waldrand saß der Kobold, beobachtete alles und rieb sich die Hände. Er war zufrieden und fühlte sich erfolgreich. Er kam jetzt häufiger ins Dorf, aber niemand grüßte ihn. Er wurde genauso misstrauisch angestarrt, wie die kleinen Leute untereinander sich anstarrten. Dem Kobold gefiel das. Tja, so ist die Welt, pflegte er zu sagen. Mit der Zeit ereigneten sich in Wipidur immer schlimmere Dinge. Warum, wusste niemand. Einige Leute starben. Nun war alles Glück aus dem Dorf verschwunden und die Trauer war groß. Als der Kobold das hörte, war auch er erschrocken. Das wollte ich bestimmt nicht. Ich wollte Ihnen doch nur zeigen, wie die Welt wirklich ist. Er überlegte, was man nun machen konnte. Und da fiel ihm ein, tief in seiner Höhle hatte der Kobold eine Mine mit kaltem, stachlichem Gestein entdeckt. Er liebte dieses Gestein, weil es so schön kalt war und so spitzig. Aber er liebte die Steine auch deshalb, weil sie ihm gehörten. Doch jetzt, als er das Elend der Wipidula sah, beschloss er, seinen Steinreichtum mit ihnen zu teilen. Er füllte unzählige Säcke mit kalten, stacheligen Steinen und schleppte sie nach Wipidur. Als die Leute die Steine sahen, waren sie zuerst überrascht, aber auch froh. Denn nun hatten sie wieder etwas, was sie verschenken konnten. Leider stellten sie fest, dass das nicht so viel Spaß machte, kalte Steine zu verschenken. Auch einen stachligen Stein zu bekommen, war mit einem eigenartigen Gefühl verbunden. Man war sich nämlich nicht sicher, was der Geber damit meinte, wenn diese Steine so kalt und pieksig waren. Es war zwar nett, etwas von einem anderen zu erhalten, aber man blieb verwirrt und mit zerstochenen Fingern zurück. Einige der kleinen Leute begannen wieder einander warme, weiche Pelzchen zu geben. Wenn ein Pelzchen geschenkt wurde, machte es den Schenkenden und den Beschenkten wirklich sehr glücklich. Vielleicht war es auch deswegen nur ungewöhnlich, von jemand ein warmes, weiches Pelzchen geschenkt zu bekommen, weil so viele kalte Steine eingetauscht wurden. Das Schenken von Pelzchen jedoch wurde nie mehr Mode in Wipidur. Das Misstrauen steckte zu tief. Nur wenige der kleinen Leute entdeckten, dass sie fortfahren konnten, einander warme, weiche Pelzchen zu schenken, ohne dass ihnen die Vorräte ausgingen. Manchmal dachte solch ein kleiner Mann bei sich, wie schön es doch wäre, von jemandem ein warmes, weiches Pelzchen zu bekommen. Und in Gedanken ging er hinaus und begann, jedem ein Pelzchen zu schenken, wie in alten Tagen. Singen wir nun gemeinsam die Strophen 3 und 4 vom Lied Ein Licht geht uns auf. Thank you.
du mit den warmen, weichen Pelzchen. Ihr habt heute Mama, Papa, Geschwister oder eure Großeltern mitgebracht. Unterhaltet euch jetzt in euren Familien über diese Geschichte. Was hat euch in dieser Geschichte am besten gefallen? Erzählt es euch. Im Advent sind wir besonders eingeladen, warme, weiche Pelzchen einander zu verschenken. Jetzt in der dunklen Jahreszeit. Dort, wo wir ein Pelzchen verschenken und ein Pelzchen geschenkt bekommen, wird es heller. Ich lade euch jetzt ein, haltet gemeinsam eure Kerze fest. Zusammen mit Mama, Papa und mit euren Geschwistern. Ich glaube, dass Gott mir Kraft gibt. Ich glaube, dass Gott ein Licht für mich ist. Und so kann ich auch ein Licht für andere sein. Wenn ich zum Beispiel etwas teile oder ein gutes Wort sage, an jemanden denke. Schauen wir jetzt in unser Licht. Und jetzt kann jeder bei stiller Musik überlegen, wann möchte ich für den, der neben mir sitzt, ein Licht sein. Thank you.
Ich lade euch und sie ein, aufzustehen und die Kinder brauchen jetzt freie Hände. Wir wollen nämlich das Gebet beten, das Jesus uns zu beten gelehrt hat und wir machen das mit Bewegung. Könnt ihr mich alle sehen? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sind schon fast am Ende des Gottesdienstes angekommen. Es gibt noch was zu sagen. Und zwar habt ihr alle unter euren Stühlen so was gefunden, das dürft ihr mitnehmen. Das ist ein Engel. Den dürft ihr dann auch um eure Kerze ummachen. Und da steht auch genau das drin, was wir jetzt besprochen haben. Gott wird Mensch, wo Liebe ist. Und ein weiteres darf ich noch ankündigen. Der nach dem Gottesdienst draußen ist der dritte Weltplädle geöffnet. Sie dürfen da nachher einkaufen. Gott, wir freuen uns auf dein Kommen. Wir wollen einander Freude bereiten und Wärme in die Herzen unserer Mitmenschen tragen. Begleite du uns mit deinem Segen in diese Woche, in dieses Wochenende. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch noch einen schönen Freitag, Abend, ein schönes Wochenende und ganz, ganz schöne Adventszeit. Geht und bringet Frieden. Sei Gott mit euch.